Before either wrestler can take their place among the best, they must prove themselves worthy to the legendary wrestlers. So, ladies and gentlemen, welcome to Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabian. Und heute schauen wir uns mal WrestleQuest an. Ein RPG in 8-Pixel-Look mit coolen alten Wrestling-Legenden. Oh yeah! Ich würde mal sagen, lehnt euch zurück und let's get ready to rumble! WrestleQuest! Nochmal, oh yeah, meine Freunde! Wir schauen uns heute mal WrestleQuest an. Mit lizenzierten Wrestlern wie Macho Man, Randy Savage, Jake the Snake Roberts, JJ Double J, Jeff Jarrett, Jake the Snake Roberts, Sergeant Slaughter, Andrew the Giant und ich bin einfach mal echt gespannt. Ich habe das Ganze jetzt hier sogar mal einfach, weil es von der Technik her das Ganze ja hergibt, das Ganze hier auf dem Steam Deck auf 1920x1080 gestellt, also Full HD. Jetzt stellen wir das Ganze nochmal dementsprechend einmal auf Deutsch um. So, und dann gehen wir auch schon mal gleich direkt ins Spiel. Ich bin ja ein riesen Wrestling-Fan schon immer gewesen. Es hat zwar so in den letzten 10, 15 Jahren ein bisschen abgeklungen, weil irgendwie alle Wrestler sahen gleich aus, die Storys waren nicht mehr so. Ich mochte diese WWF-Zeit so mit am Anfang mit verrückten Charakteren wie Hulk Hogan, The Undertaker, Legion of Doom, Jack the Snake Roberts, Ultimate Warrior, Boing the Clown und wie sie alle hießen, die halt einfach mal Gimmicks waren. Und jetzt inzwischen sind es ja einfach nur noch langhaarige, bärtige Typen, die schlechte Laune haben gefühlt, ne? Und deswegen starten wir gleich mal rein in WrestleQuest. Ich bin so heiß. Willkommen in Toy Room, wo jede Actionfigur, jede Spielzeugminiatur und jedes Plüschtier davon träumt, ein großer Wrestler zu werden. Von Brettspiel-Dschungel von Zhong Lai. Ah, Jack the Snake Roberts, cool. Liebt. WCW war nie ganz so mein Ding. Die sind ja dann irgendwann fusioniert, WWF und WCW, Anfang der 2000er. Bei WCW war dann für einen Dollar zu haben. Oh, Diamond Dallas Page, WCW-Legende. Bis hin zum winterlichen Nordens, der Winden des großen Nordens. Bin gespannt, wie Wrestling und RPG in einen klappt. Und da ist er schon. Oh yeah, get it! Der Sheriff! Jedes Spielzeug lebt mit, lebt, atmet und sehnt sich nach Wrestling. Übst, lernst und hol dich den Legenden, die vor ihm kommen. Da kam. Viele kreative und fantasievolle Geschichten sind in Toy Room entstanden und viele sagenhafte Kämpfe haben hier stattgefunden. Sowohl außerhalb als auch außerhalb des Rings. Mein Gott. Eine solche Geschichten ihre vielen Schlachten, sowohl mit Plastik als auch mit den Herzen, stehen kurz vor dem Beginn. Und für ein Abenteuer dieser Größe braucht es nicht nur einen Helden, sondern zwei. Ah, hier, Entrance. Hey, geil. One ball. Oh, hey. Yeah, dig it, baby. Yeah. Das kann ich auch genug sagen. Das sieht so geil aus. Das sieht so einfach genial aus. Oh, yeah. Guck mal, Katzenhals davon. Wir sind hier Zeuge. Um Zeuge zu werden, wie die Sahne nach oben steigt. Wenn mich ansehen will, schau nicht nur zur Seite, nicht hinter dich, sondern nach oben. Auf keinen Fall, Macho Man. Gib das Match auf und übergib den Gürtel seinen rechtmäßigen Besitzer mir. Stone Age Cotton. Ich kenne Stone Cold Steve Austin, ja. Hör zu, Alter, du musst mir diesen Gürtel mit deinem wahnsinnigen Ring verdienen. Er gehört nur dem Besten. Yeah! Oh Gott. Ich werde für eine lange Zeit der Champion sein. Verstehst du? 10.000 Jahre Weltmeister. Yeah! Die Sonnenbrille zu dunkel. Siehst du nicht, dass ich hier alles mit Sprengstoff gepickt habe?
Sprengstoff macht mir keine Angst zusammen. Jeder Wattebaut. Du kannst so schummeln nicht gewinnen. Der hält sich immer für den Helden, nicht wahr, Macho Man? Du kannst nicht gewinnen, wenn du so ein schlechtes Blatt auf der Hand hast. Und das ist der Faden, der alles zusammenhält. Stone Age, das so sein. Ja, Stone Cold said so, ja. Ich kann nicht gewinnen, Stone Age? Du bist nur ein Sandkorn in der Wüste des Macho-Wahnsinns. Oh, yeah. Boah, jetzt sind wir im Krankenhaus, ne? Wow. Junger Randy Santos. Habt ihr das gesehen? Vergiss es, Randy. So spät kriegen wir keine Karten mehr. Kommt schon, wir können immer noch draußen wresteln. Mhm. Okay. Mach schon, Randy. Uff. Gut, dass das nicht die Plastikmatratze ist. Mann, wie machen die Profis nur diese Sprünge und High-Flying-Moves, ohne sich gegenseitig zu verletzen? Willst du mich veralbern? Das ist alles Fake, Alter. Was? Pass auf, was du sagst. Ja, Peanuts, du Nuss. Halt die Klappe. Peanuts, du Nuss. Ja. Schönes Wortspiel. Glaubst du wirklich, dass es echt ist? Ernsthaft? Natürlich ist es echt. Hehehe. Es ist so echt wie Todd. Hey, gefälschtes Spielzeug ist trotzdem echt. Halt die Klappe, Todd. Und du, Randy. Selbst wenn Wrestling echt wäre, was es nicht ist, würdest du nie ein Profi werden. Kein Kind aus unserer Stadt würde das jemals schaffen. Das ist vollkommener Quatsch. Wrestling ist echt und ich werde der größte Champion aller Zeiten sein. Oh, sie. Oh, sie, ja. Oh, sie. Einige Jahre später. Dieses neue Outfit fühlt sich echt stupend an, aber ich gehe besser in die Haupthalle. Mr. Stretch will, dass ich neue Schüler trainiere. Okay, das Outfit ist perfekt. Gucken wir mal weiter. Das Radar in der unteren Ecke hilft dir, auf Kurs zu bleiben. Hier erscheinen die Symbole für Questziele, Geschäfte, Heilung. Wenn du Zweifel hast, gehen und weiter in die Richtung, richtige Richtung zu gehen, ja. So. Und, guck mal, wir sehen sowas von geil aus hier. Yeah. Wo kann ich hier hingehen? Gucken wir mal, hier kann ich da oben was machen. Ne, kann ich nicht. Kann ich da hingehen? Nein, natürlich nicht. So, gucken wir mal. Weltkarte. Ah ja, diese Mega-Hantel, da muss ich was machen können. Nein, natürlich nicht. Diese riesen Schaukel, da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Hm. Sahne Macho Mann Statue. Sahne Macho Mann Statue. Okay. Randy Savage ist wirklich einer der Besten. Ich hoffe, er ist eines Tages. Ich kann eines Tages so sein wie er. Mann, sieh diese Fransen an. Macho Man wusste genau, wie man sich kleidet. Er ist das Beste aus den 80ern in einem. Ja, gibt hier nur Lob, ne? Sogar in Calgary ehren wir die außergewöhnliche, lärmende Ritterlichkeit des Macho-Königs. Okay. Das sind Statuen. So. Wer ist das? Meine Tochter hat mich gebeten, sie hierher zu bringen und dann gesagt, sie soll etwas Abstand halten. Ich schätze, ich bin nicht cool genug. Naja, vielleicht kann ich mir den Schmiedladen ansehen, wenn wir fertig sind. Okay. Das ist die Tochter wahrscheinlich. Ich bin den ganzen Weg von Omachimachi hergekommen, um diesen Schreiner zu sehen. Oh yeah! Bekannt für seine überragenden körperlichen Fähigkeiten, seinen wilden Wrestling-Stil und seine tiefe Rauschstimme ist Macho Man Randy Savage, die wohl ikonischste Legende des Wrestling. Na, die ikonischste würde ich nicht sagen, also da sehe ich schon eher wirklich inzwischen den Undertaker. Mit 29 Titelgewinnen seiner 32. Karriere war Macho Man nicht nur ein gefeierter Champion, sondern auch ein langjähriger Publikumsliebling. Egal,
ob er aufregende Promos sieht und unglaublich theatralische Flying Elbow zeigte. Randy Savage gewann Fans und Anerkennung, wo immer er auftauchte. Auch heute noch wird Savage von Fans und Wrestlern gleichermaßen verehrt. Seine Geschichte inspiriert Generation für Generation. Es ist kein Geheimnis, dass nur jemand wie Macho Man die ganze Wrestling-Welt dazu bringen kann, aufzustehen und oh yeah zu sagen. Naja, also Macho Man war schon ein cooler Typ, aber ich würde ihn nicht unter die Top 3 Legends bringen. Also wenn man überlegt, mal ganz ehrlich, ein Undertaker war auch 30 Jahre für die WWE tätig. Der war schon eine Größe. Der war schon eine Größe, definitiv. So, wir gucken mal weiter. Was mit Wolke? Nur hier gibt's nichts. Ist das. Ist, was ist das? Jo. Ja, es bringt ja nichts, wenn hier nichts begutachtbar ist, ne? Was ist das? Das ist ja echt hier runterlatschen. Okay. Von Angesicht zu Angesicht. Okay, gucken wir doch da mal rein. Und dann latschen wir doch da mal hin. So. Face to face. So, hier gibt's nichts. Oh, super. Läuft. Ein Tisch. Es gibt nur einen Weg dadurch. Tischspot. Ein Tischsperre versperrt den Weg. Mit einem Tischspot-Token kannst du die Sperre aufschließen. Sobald du einen gefunden hast, kannst du dich den Tisch wieder nähern, um einen Wrestler hindurchzuwerfen. Tischsperre und Tischspot-Token gibt es in 3 Varianten. Einfach, doppelt und entflammt. Wobei jeder Tisch einen entsprechenden Token benötigt. Okay, gut. Jo. Brauch einen Tischspot-Token, um dich den Tisch zu sperren. Okay. Dann laufen wir mal hier lang. Vielleicht kriegen wir auch mal einen Tisch. Was ist hier? Tischbot spoken. Was gibt's hier noch? Gibt's nichts. Da. Ein Action Figures. Videos. Okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und jetzt können wir vielleicht hier mal so durchbrechen. Yeah, Batman, Junge! Ja, und jetzt? Haben wir alles gewonnen. Haben wir nichts gewonnen hier? Ich krieg mir den Wolf. Ja, aber. Nö. Nichts gewonnen. Ich sitze hier gerade wie ein Iltis. Ich sitze hier im Keller. 20 Grad. Nichts gewonnen. Okay, dann gehen wir wieder. Oh, hat sich voll gelohnt. Ah, halt, da war noch was. Da war noch was, da hinten in der Ecke. Ellbogenschützer. Ja, okay. Gehen wir mal. Okay. Face Paint. Oh, Wrestling, ey, ich. Ja, wir wissen alle, Wrestling ist fake, aber es ist unterhaltsam. Und ich finde nach wie vor, Wrestling ist nach wie vor eine große Sportart. Sie da leisten, das musst du erstmal hinkriegen. Hier, guck mal, eine umgeworfene Leiter, das finde ich schon wieder grandios. Als Easter Egg. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Da kommen wir nicht lang. Ja, ganz großes Kino. So, da kommen wir auch nicht lang. Also müssen wir doch wieder hier hin. Aber was müssen wir denn da machen? So, face to face.
Da kann ich nichts drücken. Inventar. Gegenstände. Durchsichtiges Klebeband, aber das bringt mir doch auch nichts. Okay. Das Spiel ist cool. Für mich jetzt schon. Einfach mal so ein bisschen Wrestling-mäßig. Da waren wir ja. Dieses Face-to-Face, das muss doch irgendwas machen. Also entweder bin ich zu blöd. Ich bin einfach zu blöd, glaube ich. Müssen wir mal gucken. So, da kann ich nichts mehr klicken. Das muss es doch sein. Nee. Ja. Zwar ein Spiel. Ich bin ja hier so ein bisschen dran vorbeigelaufen. Ne, die Sperrtür, da waren wir ja. Aber vielleicht können wir da noch was machen. Nee, ich glaube nicht. Aber so ist das mit Rollenspielen. Man muss immer erst die Lösung finden. So, können wir hier irgendwie noch hin? Nö. Ja, jetzt bin ich schon fast am Ende meines Dateins. Kann man Modus wechseln frei. Ich weiß nicht, wo ich sonst noch hin sollte. Es ist ja alles hier nur Deko. Leiter. Da geht es auch noch weiter. Guck mal. Du bist ja hier, Randy. Steig in den Ring und sag diesem Grünschnibbel, wo es lang geht. Klar doch, Mr. Stretch. Guck mal, da war ich ja noch gar nicht. Gut, Neulinge. Ihr wollt also Wrestling lernen. Ihr wollt herausfinden, wie ihr die Loyalität des Bookings gewinnt und das Gewehr des Fundaments des Universums erschüttert. Ihr wollt eine gespannte Feder der Erregung werden. Das Elektrisierendste, was die Welt des Wrestlings je gesehen hat. Oh yeah! Mann, das ist gerade zu peinlich. Da seid ihr genau richtig, Muchachos. Braucht auch bei ihr ein paar Notizen und nehmt es in euch auf. Okay, jetzt gibt es wahrscheinlich noch mal so ein kleines. Oh yeah! Wenn du am Zug bist, kannst du zuschlagen, besprochen einen Gegner oder ein Gimmick einsetzen. Lass uns zuerst die Schläge. Ja, dann machen wir das so. Ich kann auch Züge machen. Hier ist meine Zugtest, kannst du zusätzlichen Schaden zufügen, wenn du schaffst, die erfolgreich kannst, besser du verdurst jetzt. Okay. Oh, gut gemacht. Ja, klar. Die meisten bekommen eine Chance, seinen Gegner in die Seile zu schicken. Versuch es, Amigo. Ja, bam. Nachdem du gegen die Seile knallst, hast du die Chance auf einen Vorgang. Bis jetzt, ja, komm, bam. Gut gemacht, die dir ein Hypometer an. Hier siehst du, wie sehr die Menge auf deiner Seite spielt. Du kannst den Hype erhöhen, indem du deine Angriffe variierst, gewinnt und das besser wird. Okay.
Wenn die Mengeneinheit der Herzog zusätzlichen Schaden, kannst du sogar einige deiner mächtigen Moves und Manöver ausführen. Okay. Eine Möglichkeit, Hype zu generieren, ist die verwendete Option für Spock. Dies wird ein Hype erzeugen, der 2 plus 3 Minuten Einfluss und Schaden geht. All diese Großartigkeit macht mich jetzt wieder verwundbar, wirklich, wenn man uns diesen Plan von Punkt und Patent erleiden, probiert und verliert. Okay. Okay. Spott noch es kann, aber es kann dir helfen, Hype schnell aufzubauen. Auf Vorsicht! Wenn der Hype-Meter zugunsten deines Gegners ausschlägt, erhält er stattdessen zusätzliche Kraft. Apropos zusätzliche Kraft, lass uns ein Gimmick ausprobieren. Okay. Let me tell you something, brothers. There are millions and millions of maneuvers we can prove it. Und das machen wir. Junge, ich muss es mal sagen, so als Hype-Bogen-Fan hier. Südgrenzen Stunner. Bam! Muss ein bisschen auf Deck zeigen, ne? So viel Stärke, so viel Kraft, so viel Machismo. Yo, maybe Machismo. Ja, oder wie Razor Ramon sagen würde. Wow. Was passiert, wenn du nicht in der richtigen Taste drückst, nachdem du deinen Gegner in die Seile gestoßen hast? Dann wird der Gegner diesen Sprung gegen dich verwenden, also streng dich an. Jetzt ist die einzige Möglichkeit, einen Gegner zu besiegen, der Gesamtrefferpunkte zu reduzieren. Dios mio, mia, nein. Die meisten anderen Wrestler auf diese Schuss benötigen sogar einen Pinfall. Schau her. Okay. Siehst du, wie dieser Typ schwach aussieht, bereit ist zu fallen? Wir nennen diesen Zustand erschöpft. Du kannst der Gegner erschöpfen, wenn du auf die richtige niedriger HP bringst, einige Fähigkeiten können auf den Gegner als Debuff. Schicken wir mit einem Schlag 100. Komm her. Hau um. Jetzt ist der Feind gefallen. Wenn dein Gegner so auf der Matte liegt, ist er bereit, ihn unterwerfen zu werden. Die Option Pin wird im Gimmick-Menü verfügbar. Okay. Ich hab Pin. Los, pinnen! Um sie erfolgreich zu pinnen, musst du die Taste drücken, wenn die Anzeige grün bereit ist. Oh, oh, scheiße. Oh. Gepinnt, oder? 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 Super, jetzt ist der Gegner am Boden und ausgeschaltet. Wenn du den Pinversuch nicht schaffst, wird dein Gegner per Kick-Out am Lebenspunkt erhalten. Nachdem du Schaden zugefügt hast, kannst du ihm wieder einen Pinversuch starten. Jetzt mal wieder dabei einfacher. Okay. Sei aber auf der Hut, Kipo. Die gegnerischen Wrestler können auch pinnen, wenn du zu schwach wirst. Wenn du einmal gepinnt bist, gibt es keinen Zurück mehr. Beachte auch, dass nicht alle Gegner gepinnt werden müssen, sondern nur Wrestler und andere Partner. Ja, yeah, Junge. Oh, yeah. Guck mal, Junge. Stufenaufstieg. Das ist schon cool, ne? Das ist schon cool gemacht. Geiles Spiel. Und das sind die Grundlagen des Wrestling. Schlage und slamme deinen Gegner und achte darauf, dass du die richtigen Tasten mit zusätzlichen Schaden erwischst. Wenn du genug austeilst, wird er zufällig für einen Pin. Denke daran, für Spannung und Abwechslung zu sorgen, um die Zuschauer bei der Stange zu halten, damit du die Kontrolle über den Hype-Meter behältst. Danke, Randy. Warum hilfst du nicht den anderen Grünschnibbel hier? Wenn du fertig bist, komm zu mir in den Videoraum, um mit den anderen fortgeschrittenen Schülern zu lernen. Drücke und halte R, um zu rennen. Okay. Ey, soll ich rennen? Achso, okay. Also Freunde, war mal so ein kurzer Eindruck zu WrestleQuest. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, wenn ich das Ganze weiterspielen soll. In den Let's Play, dann lasst es mir in den Videokommentaren wissen. Ansonsten sage ich nur, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab Unterdeck und schaut auf jeden Fall mal bei Patreon und auf jeden Fall rein wegen der Kanalmitgliedschaft. Ansonsten sage ich nur, ciao!